In München wurde der goldene Samstag zum Trauertag. Ein amerikanisches Transportflugzeug streifte nach dem Start den in Nebel gehüllten Turm der Paulskirche. Eine Tragfläche brach ab und die Maschine zerschellte mitten in der Stadt. Die Explosion von 4000 Litern Flugbenzin verwandelte die Straße in ein loderndes Flammenmeer. Schon nach wenigen Minuten waren die ersten Löschzüge am Unglücksort. Ein vollbesetzter Straßenbahnanhänger brannte völlig aus. Man rechnet mit über 60 Toten. Nur einen Tag zuvor hatte die Luftkatastrophe von New York die Welt erschüttert. Im Schneesturm waren zwei Flugzeuge zusammengestoßen. Während eine Maschine auf freiem Feld abstürzte, fielen die Trümmer der anderen auf den dicht besiedelten Teil von Brooklyn. Auch hier tobte das Inferno der Flammen und für alle Passagiere kam jede Hilfe zu spät. Über 130 Todesopfer forderte diese bisher schwerste Katastrophe in der zivilen Luftfahrt. In München wurde der goldene Samstag zum Trauertag. Ein amerikanisches Transportflugzeug streifte nach dem Start den in Nebel gehüllten Turm der Paulskirche. Eine Tragfläche brach ab und die Maschine zerschellte mitten in der Stadt. Die Explosion von 4000 Litern Flugbenzin verwandelte die Straße in ein loderndes Flammenmeer. Schon nach wenigen Minuten waren die ersten Löschzüge am Unglücksort. Ein vollbesetzter Straßenbahnanhänger brannte völlig aus. Man rechnet mit über 60 Toten. Nur einen Tag zuvor hatte die Luftkatastrophe von New York die Welt erschüttert. Im Schneesturm waren zwei Flugzeuge zusammengestoßen. Während eine Maschine auf freiem Feld abstürzte, fielen die Trümmer der anderen auf den dicht besiedelten Teil von Brooklyn. Auch hier tobte das Inferno der Flammen und für alle Passagiere kam jede Hilfe zu spät. Über 130 Todesopfer forderte diese bisher schwerste Katastrophe in der zivilen Luftfahrt.